Hallo und willkommen zu GTA San Andreas. Wir stehen hier vor einem brennenden Haus, wo dann plötzlich ein Mädchen drin war. Keine Ahnung, die Missionen hier, die kommen mir langsam schon verdammt chaotisch vor. Das ist alles so, das wirkt so zusammengestoppelt. Aber wahrscheinlich liegt das auch daran, dass das Spiel einfach ein bisschen älter ist. Wir haben auf jeden Fall hier ein Haus angezündet, dann haben wir jemanden gerettet aus dem Haus. Das ist alles so schräg irgendwie. Wirkt so halb ausgegoren nur, aber naja, ist ja egal, ist ja... Ah ja, da wohnt sie, na gut, dann fahren wir sie mal hier hin. Denise Robinson, give me a call sometime, we should go out or something. Yeah, I'd like that. Yes, oh something, I'll do it or something. Yeah, oh something. Ah, es ist wie diese Leute, die hinter jedem Satz sagen, oder so. Ach, endlich haben wir es geschafft. Ach, jetzt können wir bei ihr hier auch Missionen machen. Ah, da ist ein Herz. Das heißt, das sind jetzt diese Romantik-Quests sozusagen. Mach sie glücklich, dann wird sie dich lieben. Um sie auszuführen, schau bei ihrem Haus vorbei. Das können wir auf jeden Fall auch mal machen. Vorerst möchte ich aber mal speichern, und zwar werden wir das gleich beim Strand machen, bei unserem Safe House dort. Oh, hier geht's ja nicht weiter. Ich dachte, da können wir eine Abkürzung nehmen. Falsch gedacht. Und da war ein Laternenmast im Weg. Und ja, dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Ich glaube ja, dass uns jetzt ein bisschen die Optionen, naja, nicht ausgehen, aber sie werden halt enger. Wir können noch die OG-Lock-Geschichten machen. Ob wir die jetzt machen müssen, weiß ich gar nicht, aber ich habe gehört, wir müssen, weil alles, was mit einem Buchstaben bezeichnet ist, ist eine Hauptmission. Das sind aber auch so Dinge irgendwie, die das Spiel einem nicht sagt. Das musst du wahrscheinlich im Handbuch nachlesen. Das Problem ist, dass ich halt keines habe, also... Ich habe das Spiel ja digital gekauft und da hast du halt kein Handbuch. Klar kannst du dir das PDF runterladen, aber wer macht das? Und ich habe echt, ehrlich gesagt, keine Lust, irgendwo ein PDF zu lesen. Wenn es das E-Book gäbe, dann würde ich es mir auf den Kindle laden. Kein Problem. Also jetzt das gratis E-Book. Aber das gibt's ja nicht. Okay, im Sand fährt sich das Teil natürlich eher bescheiden. Tja, so weiß ich halt viele der Details. Mann, oh, und jetzt geht's auch noch in die Luft. Och, ich geh mal dran. Hallo, ist gerade explodiert, aber macht doch nix. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood is talking and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park and that turncoat bitch ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Army Nation and get a heater. Ah, okay. Ich sag da schon, es gehen uns die Optionen aus, weil ich dachte, jetzt kriegen wir keine Missionen mehr vom Suite in diesem Fall. Aber so wie es aussieht, müssen wir bestimmte Missionen machen, damit bestimmte andere dann wieder erscheinen. Also andere Figuren, andere Charaktere. Oh, da sind Ballast da hinten. Aber nicht mehr lange. Na, das Teil so eine schlechte Reichweite? Oder soll ich mich einfach nur tucken? Streiten die sich? Wenn sich drei streiten, freut sich der vierte. Hä? Was ist denn da los? Gibt's doch nicht. Ah, jetzt kommen sie. Das hat ja echt so eine miese Reichweite, das Ding. Das ist doch unglaublich. So, erstmal nachladen. Drücke Tab, um diese Waffe aufzunehmen. Habe ich dann den Schalldämpfer immer noch? Nee, dann habe ich ihn nicht mehr, okay. Gut, ich brauche ihn ja eigentlich auch nicht wirklich. Hat uns eh nichts gebracht. Ganz ehrlich, das war völlig sinnlos, dieser Schalldämpfer in dem Haus da drin. Denn die Wachen haben uns ja trotzdem gefunden. Son of a Beach, T-Shirts und Shit. Ich finde das wunderschön. So, ich nehme mal ein Auto hier. Ist ja egal was.
Ist ja nur noch ein paar Meter hier, weil die kann ich ja nicht zu Fuß gehen, bin ja Amerikaner. Und dann speichern wir mal. Und welche Mission sollte ich denn dann machen? Das ist jetzt echt... Da haben wir die Qual der Wahl. Ich hoffe nur, dass wir da so langsam auch mal wegkommen von Los Santos. Ich möchte gern nach San Fierro und oder Las Venturas. Das ist so langsam. Ich meine, wie viel habe ich denn vom Spiel schon? Vom Gefühl her, für ein Spiel aus dem Jahr 2004 müsste ich jetzt doch schon 50% haben. Die Spiele waren doch damals nicht so lang. Andererseits war das ja auch ein Mainstream-Spiel und man muss dazu sagen, ich spiele ja wenig Mainstream-Spiele. Ich spiele ja fast nur noch Indie-Games und Indie-Games sind ja meistens relativ günstig und sehr innovativ oft oder sehr originell, aber es sind auch recht kurz und deswegen bin ich da oft ein bisschen so geschockt, wenn ich merke, oh Mann, die Karre ist ja auch Mist. Wenn ich merke, wie viel eigentlich, da hinten ist ein schwarzer Sportwagen, den nehmen wir uns mal. Wenn wir rankommen, meine ich natürlich. Oh, nehmen wir den blauen hier. Der ist eh schöner. Blau ist ja viel schöner als ein schwarzer. So, weg hier. Ich muss dem die Straße blockieren. Ach, das war der Besitzer oder was? Deswegen bin ich da irgendwie so ein bisschen überrascht oft, dass das... Was war denn das jetzt? Er ist abgestiegen von seinem Motorrad und hat dann ein anderes Motorrad... Nee, oder hat es abgestiegen, hat sein Motorrad weiterrollen lassen. Wohin fahre ich eigentlich? Ich bin gerade total abgelenkt und verwirrt irgendwie. Ja, wir haben die Wahl der Qual, die Qual der Wahl, welche Mission wir als nächstes machen wollen, das wollte ich sagen. Und hey, natürlich, ich wollte die Schutzweste holen, weil die werden wir auf jeden Fall wieder brauchen. Fahren wir erstmal zur Schutzweste, würde ich sagen. So, das war geplant. Das war nicht unabsichtlich. Nee, das war Absicht. So, hier lang. Sehen wir, glaube ich, eh in der Downtown gerade. Ach so, werden wir noch gesucht, oder was? Ach dann. So, Baum umgefällt und... Mann, ich bin gerade echt ein bisschen abgelenkt, weil diese Informationen, die da in den letzten... Ach so, der Sweet ist ja... Da ist ja woanders, deswegen... Ich dachte gerade, na, da fährst du halt zum Sweet. Mann, Alter, wo ist denn jetzt die Hut? Dass es die einem aber auch nicht anzeigt. Das ist ja ganz am anderen Ende. Da können wir jetzt hinfahren. Da vermisse ich manchmal so eine Schnellreisefunktion. So wie in Red Dead Redemption, wo du einfach sagen kannst, ich mag jetzt halt hier hinfahren. Weil dieses ständige Rumfahren im Auto hier ist ja doch nervig. Oder wenn es hier wenigstens eine U-Bahn gäbe oder Bushaltestellen, wo man schneller vorankäme, dann wäre das ja doch eigentlich cool. Da würdest du zur Bushaltestelle gehen oder Straßenbahn und würdest halt sagen, ich möchte dort und dorthin und dann kommst du bei der nächstliegenden Bushaltestelle halt wieder raus. So ganz schnell und automatisch. So, das ist die ungefähre Richtung. Ah ja, da ist ja die Unity Station, glaube ich. Ja, I hope that hurt, genau. Oh Mann, das Teil raucht auch schon. Ich glaube, es ist nicht besonders robust. So, müssen wir jetzt abbiegen. Hier noch nicht, aber hier, glaube ich. Und jetzt hier, oder was? Ist wahrscheinlich nicht besonders spannend, mir jetzt zuzusehen, wie ich hier... Was denn hier eigentlich? Ach so, ein Clucking Bell, naja. Müssen wir eigentlich mal wieder essen? Oh, jetzt kann ich die Stats nicht aufrufen, weil ich im Auto sitze. Oh Mann, das ist so misch. Ah, da kommt ein Ballast-Typ. Mit dem halte ich mich jetzt aber nicht auf. Den muss ich wahrscheinlich später auch noch genügend Sachen machen. So, dann fahren wir mal hier rüber. Das Auto ist eh schon hinüber. In die Grove Street. Holen uns gleich die Schutzweste und dann können wir eigentlich gleich auch mal speichern. Hoppala, das brennt ja. Ich weiß nicht. Das war schon so. Also, dass das Auto gebrannt hat. Ich habe damit nichts zu tun. Ist auch komisch, dass unsere Homies gar nichts dagegen haben, dass wir brennende Autos in ihre Straße fahren und dann alles in die Luft fliegt. Aber... Ja, die Bruderliebe in der Gang, die geht eben zu weit, dass das schon mal toleriert wird.
so unter Homies ist das einfach, das macht man halt so, das muss man schon mal akzeptieren. So, na gut, dann speichern wir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal eine dieser Missionen an. Aber ich bin ja echt gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. So, Burning Desire, damit wäre auch klar, warum die Mission Burning Desire heißt. Weil der CJ jetzt eben da eine Freundin hat, die, keine Ahnung, was die kann. Die haben ja alle so Special Skills. Die eine kann dich aus dem Gefängnis holen, ohne dass du was zahlen musst. Bei der anderen verlierst du die Waffen nicht. Und so, aber... Sorry, Kumpel, ich muss mir deinen Wagen mal ausborgen. Ich bringe ihn auch garantiert nicht zurück. Dann fahren wir aber, würde ich sagen, jetzt echt gleich mal zu dieser Suite-Mission, weil das hat sich ganz interessant angehört. Aufräumen, mache ich immer gern. Bin ja sehr ordnungsliebender Mensch. Oh Mann, ja. Ich bin einfach nicht geschaffen hier für dieses Autofahren. Ich fände es echt cooler, wenn es hier öffentliche Verkehrsmittel gäbe. In San Fierro gibt es das ja, glaube ich. Da gibt es die Straßenbahn. Da müsste es doch eigentlich dann so sein, dass man einfach hingeht zu einer Haltestelle und sagt, ich möchte auf der Karte dort und dorthin. Dann lädt er dich wieder aus bei der nächstliegenden Haltestelle. Oder ist das dann so? Wenn nicht, dann ist es scheiße. Weil dann muss ich weiterhin immer hier rumfahren. Das, ja, weiß nicht. Das ist halt nicht so meine Stärke hier. Speed ist mehr in die Richtung. Ich brauche auch immer ewig, um von der Minimap wieder zu wechseln mit dem Blick so auf den Hauptbildschirm. Und wenn ich den Hauptbildschirm sehe, dann schaue ich irgendwie nicht auf die Minimap. Schätze mal, wenn man von einem... Oh Mann. Wenn man vor einem Fernseher sitzt, dann ist das auch alles irgendwie anders vom Feeling her. Dann ist es ein gutes Gefühl vom Feeling her. So, hier ist Ammunition. Das soll ich offenbar rein oder was? Kann ich aber jetzt hier rein? Doberman? Das ist Ammunition. Hier kannst du Waffen und Munition kaufen. Und auf dem Kofferraum deines Fahrzeugs stehen. Das ist der Glen Park. Ballersgebiet. Ja, schön hier. Du musst die feindliche Gang ausschalten, um dieses Gebiet zu erobern. Ach, dann haben wir es erobert auch gleich. Das ist ja cool. Na gut, aber jetzt zuerst mal müssen wir doch zum Ammunition. Hat's geheißen. Kann ich da drin jetzt irgendwie super tolle, coole Waffen... Ich habe die smarteste Entscheidung meines Lebens getroffen. Firearms Warning. If you leave a loaded firearm within the reach or easy access of a child, you may be fined or imprisoned or both if the child gains access to and improperly uses the firearm. Bestes USA hier. So, lieber Herr. Micro-SMGs, Wurfwaffen, Schutzweste, Hammer. SMG, haben wir das? Lässt es dir auswählen, ansehen. Haben wir die schon? Wenn du diesen Anwesen doch die Waffe in diesem Slot ersetzen. Eingabe zurück. Ist das was, was wir schon haben? Sagt uns das Spiel das denn nicht? Oh Mann, ich würde gern wissen, ob ich die Waffe schon habe, weil ich habe doch schon so eine Art Maschinengewehr. Pistolen? Schauen wir mal kurz rein. 9mm, das ist doch die normale, oder? Die haben wir. Ja, die haben wir doch. Nee, die kaufe ich doch nicht. Die haben wir schon. Micro-SMG. Schrotflinten. Na, Schrotflinten, da haben wir ja zumindest eine. Es gibt auch eine abgesägte. Die ist wahrscheinlich nicht so zielgenau, schätze ich mal. Was gibt's denn bei den Wurfwaffen? Granaten! Oh, cool. Die kosten aber wahrscheinlich ein Vermögen. 300, ach, gar nicht mal. Mal kaufen wir mal. Kaufen wir gleich mal mehr. Warum denn nicht? Wir haben sie ja. So, 20 Granaten. Das gefällt mir. Und... Schutzweste. Gibt es da mehrere Schutzwesten? Nee, gibt es nur eine. Ich dachte, vielleicht gibt es da noch eine bessere.
kaufe mal diese Submachine Gun. Ich weiß zwar nicht, ob ich die schon habe, aber ich mach's einfach mal. Kaufen, jawohl. Und jetzt zurück. Und wir haben jetzt, ne, die hatten wir noch nicht. Wir haben eine Submachine Gun, ist ja cool. Und wir haben Granaten. Jawohl, hier. Ich glaube ja mal, mit dieser Submachine Gun werden wir ganz gut fahren. Kann doch eigentlich nichts passieren. So, was ist das für ein Männchen da hinten, das Grüne? Was ist jetzt los? Alter, was war das denn? Da ist ein Flugzeug auf der Straße explodiert. Das ist ein Teil der Story, oder was? Ich glaube ja nicht, das ist eher ein Bug. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Zum grünen Männchen, schätze ich mal. Was bedeutet das? Das ist halt so ein bisschen was, was mir ein bisschen fehlt an der Erklärung. Was bedeutet das grüne Männchen? Muss ich da jetzt hin? Da hätte ich gern ein paar mehr. Oh Mann, ich steige mal lieber aus hier. Da hätte ich gern so ein paar mehr Infos vom Spiel. Wenn das nicht zu viel verlangt ist. Das Ballastgebiet wird die Radarmarkierung. Das ist anzugehört. Die Markierung wird erst wenn das Gebiet in eurer Hand ist. Okay, ja. Auf dem Radar violett, aber ich sehe nur grün auf dem Radar. Ich fahre jetzt mal dorthin, wo das Radar grün ist. Einfach nur, weil ich jetzt keine andere Möglichkeit sehe. Ach so, doch. Ah, jetzt sehe ich es. Das ist violett. Das ist aber neu. Das erscheint wahrscheinlich auch nur während der Mission. Während du zu Fuß unterwegs bist, greife feindliche Gangmitglieder an. Okay, also Drive-By kann ich nicht machen. Da oben sind welche. Aber nicht mehr lange. Anschleichen und... Du hast einen Bandenkrieg provoziert. Und ich bin irgendwie plötzlich... Mann, jetzt habe ich die Polizei auch noch hier am... Ah, das kann ich jetzt gar nicht haben. Hey, lass doch mir meinen Bandenkrieg alleine machen. Kann ich doch nicht hier einfach einmischen. So, das hätten wir mal. Munition haben wir auch noch genug. Da hinten sind irgendwo noch welche. Da leuchtet es so. Ah ja, genau hier. Na gut, jetzt duck dich doch. Mann. Mach dich, was man ihm sagt. Du hast die erste Welle überstanden. Da kommt noch einer. Unten ist ein Herz. Das holen wir uns mal. Was bedeutet denn das Herz hier? Kriegt dann Lebensenergie oder was? Nee, gar nichts. Das ist auch sowas. Da denke ich mir, wieso ist hier ein Herz und was hat das zu bedeuten? Liebes Spiel, erklär mir doch dann sowas, wenn ich meine... Alter, duck dich! Der duckt sich nicht! Ich drücke die Taste zum Ducken und der macht das nicht. Ich frage mich auch gerade, ob die Waffe wirklich die beste Wahl ist. SMG-Skill, du hast die zweite Welle überstanden, dafür die Schutzweste weg. Ich gehe mal lieber hier irgendwo in die Mitte oder vielleicht besser... Oh Mann, wo kann ich mich denn hier am besten verstecken? Vielleicht eher hier bei einer Mauer. Da oben kommen welche. Jawohl, die haben wir jetzt, glaube ich, relativ bald. Es lag schon nach. Da kommt der nächste. Lauf nur im Zickzack, es hilft dir nichts. Dieses Viertel gehört dir, das war aber einfach. So, die Grove Street Families kontrollieren jetzt dieses Gebiet. Auf dem Radar ist es grün markiert. Sehr schön. Deine Gangmitglieder sind jetzt... Okay, die laufen jetzt hier rum. Alles klar, das ist ja auch bei unserem Safehouse in der Nähe passiert, weil wir es eben gekauft hatten. Dein Gebiet wird ständig von feindlichen Gangs angegriffen. Du musst es verteidigen. Ja, was, das muss ich jetzt persönlich machen, oder was? Ein Angriff statt wird das Gebiet rot aufblinken. Auf dem Radar wird eine Markierung erscheinen. Ach, da muss ich hinfahren. Oh Mann. Da habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust, da irgendwelche Gebiete zu verteidigen. Durch die Übernahme eines Gebiets gewinnst du Achtung und Geld. Das Geld erscheint beim Unterschlupf in der Grove Street. Okay. Tenpenny, set me up. Du hast die Ratte aufgestöbert. Erledige ihn. Ach so, der ist jetzt hier hinten. Tja, wenn ich ein Auto hätte, würde ich das gerne machen, aber irgendwie habe ich ja keins. Da ist er! Ach so, das war ja simpel.
Ich dachte, der läuft weg und dann kommt gleich. Ich bin fehlgeschlagen, du hast die Ratte nicht gefunden, aber. Nee, das war jetzt ja simpel. Naja, dann würde ich sagen, wir speichern jetzt mal in der Grove Street. Können wir gleich mal sehen, ob da ein bisschen Geld gekommen ist. Man, nie ein Auto in der Nähe, wenn man eins braucht. So. Gib mir mal das Auto. Ich fahre in die Grove Street. Kannst du gern mitkommen? Nee, auch dann nicht. So, und die Markierung müsste ja noch stimmen auf der Karte. Das müsste ja die Grove Street sein. Das heißt, da fahren wir jetzt einfach in die ungefähre Richtung und dann passt das schon. Gehe ich mal jetzt davon aus, dass das dann passt. So, schön um die Ecke gedriftet, schön den Laternenmast mitgenommen. Kann ich die anderen Gebiete jetzt auch automatisch übernehmen, indem ich einfach nur mich in die Mitte stelle, bisschen rumballer und dann... Und dann habe ich das übernommen, oder was? Bäm. Weil wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, dass wir mal ein paar Bandenkriege machen, weil ich fand, das ist eigentlich ganz cool. Und gar nicht mal so schwer, nur ich würde das nächste Mal, glaube ich, einfach die normale Pistole nehmen als Waffe. Sorry. Die ist nämlich gar nicht so schlecht eigentlich. Gelb, was denn eigentlich gelb? Das sind die Vagos, oder? So, sag es aber nicht, dass ich auf der falschen Seite bin. Na gut, immerhin gibt es hier eine Brücke. Und da ist ja dann auch, ist das hier drunter oder das ist bei der nächsten? Die schusssichere Weste, die werde ich mir auch holen. Das mache ich aber wieder offscreen. Da möchte ich euch nicht damit behelligen. Ich habe euch hier schon mit genügend Dingen behelligt während dieses Let's Plays. Ich lerne ja hier sozusagen, während ich... Ah ja, hier ist das Geldsymbol. Naja, das war jetzt aber nicht so spektakulär. Achso, das füllt sich quasi auf, wenn ich Durchlauf bekomme. Ich verstehe es. Alles klar. Schnell mal speichern, ich mache das noch onscreen, damit er nicht sagt, hey, der Panda speichert gar nicht. Der tut immer nur so. Der hat das Spiel in Wahrheit, seitdem er das Let's Play gestartet hat, immer im Hintergrund laufen. Nee, alles nur böse Gerüchte. Tja, dann werden wir jetzt hier nochmal auf den Tankdeckel schießen, einfach weil wir es können. Bäm, und damit verabschiede ich mich. Oh Mann, hat mich ein Polizist gesehen. Von GT, na von euch natürlich. Und ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Freue mich wie immer über Kommentare und natürlich auch über Tipps. Vor allem bezüglich Tipps bin ich immer dankbar. Da habt ihr mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Ich wüsste nicht, was ich da ohne euch gemacht hätte. Und ich verabschiede mich von euch. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.